Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy VII, dem Remake. Ja, und wir sind wieder bei Mama, ne? Bei Mama Aerith. Wo soll ich denn hin? Ah, tiefer. Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh, habe ich dich geweckt? Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals. Hattest du also von Eris? Oh. Ich wusste doch, da stimmt was nicht. Dass du mir eine Blume gibst. Sie steht für ein Wiedersehen, nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden. Mein Zuhause. Die Bar. Alles weg. Wie unsere Heimat. Mir weh. Tut mir leid. Aber heulen macht jetzt auch nichts besser. Wenn es dir hilft. Danke. Erst Malena und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Aerith braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Lenchen. Gehst du weg?
Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken, nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Geh ihr helfen. Das mache ich. Zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Barrett. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aeris zu retten. Frag besser nochmal nach, würde ich. Wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schiene. Schrittzähler? Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Wieder zu dem Dude hin, oder was? Na gut, auf zum Wahlmarkt. Wo ist der Dude? Hey, Leute! Alle mal herhören! In ihrer wilden Zerstörungswut hat die Gruppierung Avalanche Reaktor 1, 5 und dann auch noch 7 in die Luft gejagt. Doch diese Möchtegern-Ökokriege haben keinen blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem... hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Bricht jetzt etwa Hallo? Wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil! Informationen wachsen nicht auf Bäumen. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen.
Echt jetzt? Denkst du, das interessiert die? Dass uns überhaupt noch jemand zuhört? Und seit wann schert es ein Löwen, was eine Herde Schafe denkt? Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins, unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komm, also was wolle, mal das reflektieren Feuer in uns brennt weiter. Ja, aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst. Der letzte Job. Durch den Sturz der Platte benötigen viele Menschen in den Slums deine Hilfe. Wenn du das Shinra-Gebäude einmal betreten hast, kannst du ihnen jedoch nicht mehr zur Hand gehen. Versuche also vorher, möglichst viele Aufträge zu erledigen. Okay. Wenn wir Leute in Schwierigkeiten sehen, sollten wir versuchen, ihnen zu helfen. Wir unterbrechen mit neuen Informationen. Ja, aber ich habe doch hier alles gemacht, oder? Ich meine, okay, wir können noch mal hier aber eine Ehrenrunde gehen, aber... An für sich haben wir doch ja alles gemacht. Alles Gute. Ah ne, da tauchten... Stimmt. Wo war das? Da. Was soll ich nur machen? Oh, du bist doch Aeris Bodyguard, oder? Mhm. Ich brauche dringendst Heilkräuter und wollte Aeris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr, doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das sind die Sachen, die ich brauche. Ein paar meiner Patienten meinten, dass in irgendeinem unterirdischen Labor ein Behemoth sein soll. Was mag es mit diesem unterirdischen Labor auf sich haben? Mhm. Mein Sohn meinte, er hätte bei einem Mogri einen Mörser gesehen. Kindliche Fantasie eben. Bitte beeil dich. Es gibt viele Verletzte und Kranke. Ja, wann geht das Symbol da bei dir weg? Apropos Mogrei. Ich muss da nochmal zu den Kids. Oh, Cloud! Hast du Mugi und die anderen gesehen? Sie sind sicher auf ihrem täglichen Rundgang. Ich hätte ihnen sagen sollen, den heute ausfallen zu lassen. Falls du die Kinder siehst, könntest du ihnen sagen, dass sie zurückkommen sollen? Klar. Du erkennst sie an ihren... Ich glaube, ich weiß schon. Bleib du mal ruhig hier. Warte hier auf die Kinder. Okay? Ja, wird gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Herzlich willkommen im Mockshop. So. Atomschere. Kostet 7 Medaillen. Alles Elixier, 8 wollen die dafür haben.
Leck mich fett. Einführung in die Schwertkunst, mit der sich Claude Barrett tiefer. Komm her. Der sieht so aus, als wenn ich den sowieso brauchen würde. Schusswaffen. Was mache ich denn jetzt mit den Büchern? Modifikation. Cloud? Was haben wir denn hier? Alles gut? Ich habe das jetzt einfach gekauft. Wo versteckt sich denn da tiefer? Da ist er. Dich habe ich gesucht, Junge. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Gut. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Auch gut. Feindeskönnen gewährt die Chance auf Erlernen gegnerischer Techniken, die erlitten werden. Die Techniken können nur angewandt werden, wenn die Materia ausgerüstet ist. Okay. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Okay. Ist was? Aerith sagte mal, dass sie nicht nur in ihrem Garten Blumen züchtet. Kalle, ey, was willst du von mir? Cloud hat eins der benötigten Dinge gefunden. Bleiben noch acht. So, okay. Sam hat mir schon so viel von dir erzählt. Wenn uns jemand helfen kann, dann du. Als ehemaliger Soldat hast du sicher genug zu tun. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenen Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh, sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank! Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt drei Tiere. Sie heißen Coco, Rollo und Momo. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke! Du kannst nun im Chocobo-Kutschen schnell zwischen verschiedenen Zielpunkten hin und her reisen. Finde im Auftrag Chocobo-Suche weitere Chocobos, um zusätzliche Zielpunkte freizuschalten. Untersuche den Fahrplan an einer Chocobo-Haltestelle oder rede mit einem Mitarbeiter, um in einer Chocobo-Kutsche mitzufahren. Cool. Ja, nee. Ist ja gut.
War das du? Oh, der Alleskönner. Du kommst gerade wie gerufen. Aha. Äußerst angenehm. Gestatten? Ich bin Damon, Reporter für die Zeitung Blatt des Lebens. Hast du das Alzheimer, ist doch keine oder was? Zeitung, nur ein dreckiges Propagandablatt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. neugierig? Nur zwischen uns. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelensammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Aha. Von wem? Nun, von niemand Geringerem als dem mysteriösen Racheengel der Slums. Der legendäre Meisterdieb von Sektor 5, der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und? Wie sieht's diesmal aus? Interesse? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse, sehr gut. Also dann, hier. Wo das Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich versuche, mir meinen Optimismus zu bewahren. Aha. Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Und was soll ich machen? Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Ich will lediglich herausfinden, wer der Racheengel wirklich ist. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Ja, weiß ich nicht, Digga. Das. Kind, was machst du denn hier? Oh, Cloud. Ah, das ist das vermisste Balk. Wie bitte? Vermisstes Balk? Geht's noch? Wie? Was treibst du denn hier? Bist du allein? Nicht allein. Wir haben auf unserem Rundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war da so ein Lachen. Und auf einmal waren die anderen verschwunden. Stimme. Danach waren die anderen weg. Achtung! Nur sicher. Hä? Lasst euch jetzt bitte analysieren. Feuer ist wirksam. Okay, ein paranormales Wesen, das auf dem Eisenbahnfriedhof herumspukt. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Geist, der vor lauter Hass auf die Menschen schwarz angelaufen ist. Es spielt vorübergehende Streiche, die nicht immer... Okay. Jetzt hab ich vergessen. Feuer, ne? Super. Was? Oh, du hast Feuer. Gerade beide weg, wa?
Schluss mit lustig! Was? Keine Chance! Alter! Ein Nickerchen kannst du später machen! Warum bist du so schwach auf der Brust? Er ist schon wieder platt. Alleine schaffe ich das nicht. Tifa ist einfach nur gut. Einfach nur gut, das Mädchen. Guck mal, wie die Atze ist. Leck mich den Arsch, Tifa. Meine Fresse. Ich liebe dich. Ich bin komplett verknallt. Das Mädel, ne? Festung. Wo ist er? Miese Vieh. Du hast tiefer gehauen. Bam! Trittst den Sack weg. Ach, alle auf einmal. Finde ich super. Dabei. Sag mal, was habt ihr denn hier zu suchen? Hier sind viele Eltern der Kinder aus dem Helmchenhof begraben. Ihr wollt mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Verstehe. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt uns schon wieder geholfen. Wir gehen zurück zum Helmchenhof. Dort macht man sich sicher schon Sorgen. Mhm. Cloud, das hier habe ich vorhin gefunden. Wenn du willst, kannst du es haben. Cool. Vor lauter Belger. Das gefällt mir. Warum bist du so eine Pussy, Cloud? Wirklich, warum bist du... Das Mädel macht dir... Junge, jedes Mal liegst du im Dreck, weißt du? Kanarienvogel. Oh. Wissen wir nichts über den? Auf Nummer sicher. Ein fliegendes Wesen, das in den Slums von Sektor 5 beheimatet ist und über magische Kräfte verfügt. Es ist äußerst neugierig und sammelt gerne Schmuck und andere glitzernde Dinge. Während des Kampfes kann es in den Finstermodus wechseln, indem es sämtliche Magieattacken absorbiert. Der Modus wird beendet, wenn du ihm eine bestimmte Schadensmenge zufügst, während es Gravika wirkt. Nachdem der Finstermodus endet, lässt es sich eine Weile lang leichter schockfähig machen. Okay. Ja!
Ah, dann macht er ja ein schwarzes Loch, das Vieh. Cloud ist auch schon wieder, ja, fast, ne? Tiefer haut ihn wieder kaputt. Das war ein gutes Training. Das war ein gutes Training, ja. Du bist eine krasse kleine Lady, ja. Neue Haltestelle für den Chocobo-Express. Können benutzt werden. Slums von Sektor 5, Stahlberg nur Einstieg. Alles klar. Alles klar. Machen wir uns frisch. Jetzt. Ich will hier rein. Also, da ist hier die Chocobo-Haltestelle, die neue. Das ist super. Weil ich habe das Gefühl, wir kriegen den Schlüssel jetzt bald. Bald. Schlecht. Alter, du Ochse. Gut. Ich meine, hier ging's hoch zum Versteck, ne? Von der gute alte Racheengel. Ja, sie ist das, habe ich mir schon gedacht. Du bist der Racheengel. Hey Söldner,
bist ja heute in Begleitung unterwegs. Ich bin Mireille. Cloud und ich sind, wie soll ich sagen, flüchtige Bekannte. Was machst du hier? Vermutlich das Gleiche wie ihr. Oder seid ihr etwa nicht auf der Suche nach Corneus' Kronjuwelen? Woher weißt du das? Ich liebe den Duft in der Gerüchteküche. Heute bin ich hier, um dieses pikante Gerücht auf Wahrheit zu überprüfen. Aha. Aber hier ist nichts Wertvolles versteckt. Wenn der Racheengel vor uns hier war, hat er die Kronjuwelen sicher schon an die Armen weitergegeben. Das mag wohl sein. Aber ich habe noch ein Gerücht aufgeschnappt. Beantwortet mir erst eine Frage. Nehmen wir an, ihr findet die Kronjuwelen. Was würdet ihr dann mit diesen wertvollen Dingen anstellen? Wir würden sie verkaufen. Um den Menschen in den Slums wieder auf die Beine zu helfen, braucht's eine ganze Menge Güter. Mit dem Erlös könnten wir Lebensmittel und andere wichtige Dinge kaufen. Wenn das so ist? Am Gerücht, dass der Racheengel den Schlüssel gestohlen hat, ist kein Körnchen Wahrheit dran. Fragt am besten mal Kiri, die weiß mehr. Die Kleine ist verdammt gut, wenn es ums Beschaffen von Informationen geht. Kiri? Ihr könnt sie gar nicht übersehen. Man erkennt sie sofort an ihren geringelten Strümpfen und dem Hut. Wo finden wir sie? Ja, aber die erzählt doch nur dummes Zeug. Diese jungen Leute von heute sind doch ständig auf Achse. Oder etwa nicht? Ja, aber die erzählt doch nur dummes Zeug. Das ist doch die behauptet hat, wir würden... Hinweis zu Corneus Schatzkammern. Hinweis. Ja, warum kann ich den nicht lesen, den Hinweis? Der ist schon ging. Wo sollen wir jetzt hin? Im Versteck begegnet Cloud Mireille, die behauptet, dass es nicht der Racheengel gewesen sei, der Corneus Schlüssel bestohlen habe. Befrage Kiri dazu, die mehr darüber wissen sollte. Ja. Die haben wir schon mal kennengelernt. Das stimmt wohl. Och, nicht du schon wieder. Jetzt hab ich dir das gesagt. Hast du nicht. Achtung, jetzt! Übernimm mal! Jetzt! Na? Die Chance! Oi. Kann ich dir das überlassen?
Hammer. Ist doof. Sehr gut, weiter so. An meiner Tiefe rumsaugen. Da hackt so wohl. Gut, Cloud. Ne, Barrett. Kannst du noch mal hier so ein bisschen mal so eine Runde spendieren? Das ist äußerst angenehm, wenn du einen Dicken dabei hast. Schon wieder da. Naja. Bereit zum Angriff? Na klar, was denkst du? Frost, Frost, Frost. Wir werden von nichts Halt machen. Auf gar keinen Fall. Eine Moggelmedaille. Schön. Blöd ist nur, dass... Ach, er ist auch schon wieder hier. Du bist ein Vollidiot. Hey, du Freak. Wo ist er jetzt wieder? Da. Was geht ab? Bruder, Tifa! Mann, oh Mann, tut das gut, euch zu sehen. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Ganz genau. Bruder. Bitte. Ich bräuchte dringend deine Hilfe. Hast du mal eine Minute? Um was geht's? In letzter Zeit wurde es mir hier echt zu viel. Ich hatte schon meine Sachen gepackt und war drauf und dran abzuhauen. Als mir plötzlich mein ganzes Geld aus der Tasche gezogen wurde. Was habe ich auch für ein Pech? Warum immer ich? Ich bin ihr nachgelaufen, aber die war so schnell. Ohne Geld komme ich hier noch nie weg. Bitte hilf mir, Bruder. Bitte, bitte. Der Täter war eine Sie? Danke, Bruder. Junge Frau. Sie hatte schwarze Haare, ganz hübsch eigentlich. Und ich glaube, sie hatte einen Hut auf. Und ja, genau, sie hatte gestreifte Socken an. Kiri? Wo ist sie hin? In Richtung Kirche, glaube ich. Der kleine Wildfang. Jetzt! Den haben wir schon, den Song, ne? Ja, den hat er uns geschenkt gehabt. Ist denn hier irgendwo? Ach so, das ist hier eine Chocobo-Haltestelle. Ja gut.
Dann gehen wir mal eine Runde abchillen. So. Dann seid ihr drei schon mal wieder für die nächste Folge fit. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.